Halloween, Freunde. Der 24.03.2022. Und heute, da hier schon einiges blüht bei uns, möchte ich gerne die Honigräume draufsetzen und den Baurahmen geben. Habe ich bei mir auf dem Heimatstand schon gemacht. Da habe ich schon die Drohnenrahmen reingesetzt und da fangen sie auch schon an auszubauen. Ich hatte bei den ersten Völkern sogar schon verdeckelte Drohnenbrut unten in den Ecken drin. So, okay. Aber so wie es aussieht, gefällt mir dieses Volk hier nicht so. Da schauen wir als erstes rein. Ich hoffe, es ist kein Drohnenbrüter. So, ja, ich hatte hier immer noch den Zwischenrahmen drin, zwecks Nachfüttern. Aber den brauchen wir jetzt nicht mehr. Den nehmen wir dann mit. So, aber was wir brauchen ist ich weiß, so imkert man nicht, aber ich habe heute mal die blauen Handschuhe anstatt die schwarzen. Die schwarzen gehen langsam zur Neige. Und da die alle von Fernsehsendern aufgekauft sind, es gibt kaum noch schwarze Handschuhe. So, okay. Stockmeißel brauchen wir und dann schauen wir mal. Obwohl von der Stärke sieht das eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber die Bienen sind ein bisschen nervös. Ich denke mal, ich kann hier ein paar Waben rausnehmen. Sehr unruhig. Oder sie sind hier bei dem Volk schon am Räubern. Dass das gar nicht mehr existent ist. Hier ist die Königin gewesen. Komisch. Ich habe sie gesehen. Sie ist jetzt runtergeflogen. Also Königin war hier. Die krabbelt unten. Ich versuche mal die Beute abzunehmen. Ob ich sie erwische. Na, seht ihr, hier ist er. Es könnte natürlich hier sein, dass das jetzt wir sperren sie erstmal ab. Dass das eine Unbegattete ist, weil die sehr nervös ist. Haben wir die Kiste wieder richtig draufgesetzt. Ach, wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich umdrehen. Ich möchte die Futterwaben jetzt vorne haben. Königin ist da, aber keine Brut. So, hier habe ich jetzt das Sheet. Die Waben sind alle leer. Okay, da brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter zu gucken. Königin scheint unbegattet zu sein. Deswegen haben die auch noch keine Drohnenbrut angelegt. So.
Königin ist da sehr nervös. Bienenmast ist eigentlich auch genügend da. Ich lasse die Königin jetzt hier drinnen. Ich werde jetzt mit dem Volk Folgendes machen. Ihr könnt euch ja daran erinnern, an mein letztes Video, wo sich jemand beschwert hat, weil ich mit brauner Jacke und schwarzen Handschuhen imkere. Aber ich werde die Königin jetzt erstmal drin lassen, damit das Volk, oder ich könnte es eigentlich auch gleich rausnehmen. Und ich werde morgen früh das Volk austauschen oder zumindest bei mir auf den Heimatstand verbringen. Und werde das mit der Mini Plus, die ich da noch habe, wo eine Königin drin war, die ein bisschen mickrig war, werde ich es mit der vereinigen. Deswegen lasse ich die Königin hier jetzt im Käfig drinnen. Weil die wird nicht mehr begattet werden. Das Volk ist brutlos. Aber von der Bienenmasse her ist das okay. Und die Bienen sind eigentlich auch sehr bisschen nervös, aber nicht aggressiv. So, also hat sich das Volk mit einem Honigraum schon erledigt hier. Das werden wir dann so machen. Dann werde ich das morgen früh abholen, wenn keine Bienen mehr fliegen. Und werde das dann morgen früh auch die Königin rausnehmen und werde das dann auf dem Heimatstand weiter pflegen. Werde ich euch darüber berichten, wie das... Achso, ich habe eine Wabe vergessen. Ne? Hier haben wir eine an der Seite gestellt. Schnell, die müssen wir wieder reinsetzen hier. Ja, von der Bienenmasse ist das eigentlich okay und die sind doch eigentlich ganz ruhig. Und alles schöne graue Bienen, also irgendwie, aber eben keine Stifte, keine Brut. Da kriegt das Volk denn eine schöne Nachtzuchtkönigin von mir. Wie ich das mache, zeige ich euch dann morgen. Oder ich mache morgen dann ein Video darüber, wie ich die Umweiselung hier mache, morgen Nachmittag. So, okay. Dann gehen wir zu dem Volk hier. Die Drohnenrahmen, wie gesagt, die habe ich schon hier. Das sind hier immer meine Zwischenrahmen, die ich so habe hier. Falls ich mit Futterteig nachfüttern muss, dann nehme ich immer so einen Zwischenrahmen zwischen. Da wird der Futterteig nicht gedrückt und es ist genügend Platz. So, auch das Volk. Das sind noch meine Fluglocheinengungen. Schauen wir gleich mal rein. Ich kann euch ja mal mit rannehmen hier. So sieht das ganz gut aus. Ja, dann schauen wir mal, was hier los ist. Also die haben zumindest Pollen eingetragen hier. Futter ist noch genug da. Das ist das Sheet. Pollenbrett. Hier haben wir ein schönes Pollenbrett.
Ja, und die nächste Wabe ist schon eine Brutwabe. Ja, schöne Arbeiterinnenbrut. Brauche ich nicht weiter gucken, ich brauche die Königin hier auch nicht zu suchen. Ja, und wer sagt, die brüten nicht bis ans Holz ran, also hier bis ans Holz sind die angebrannt. So, okay, hier brauche ich auch nicht weiter zu suchen. Die haben das Pollenbrett hier auf der vierten Wabe gemacht und hier jetzt die drei Waben mit Brut. So, und ich werde auch dieses Volk gleich umdrehen. Ich möchte das wieder haben wie 2020. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, das Brutnest war hier hinten und hier vorne hatte ich dann den Trommelraum. Und so mache ich das dieses Jahr auch wieder. Die haben noch ein paar Toten unten liegen. Aber die räumen sie schon noch raus. So, also das Volk ist soweit okay. So, jetzt habe ich das Brutnest hier hinten. So, mal ein bisschen sauber machen hier, weil jetzt kommt das Absperrgitter dann drauf. Futterwaben dürfen sie noch behalten. Wo habe ich meine Drohnenrahmen? Ja, bei mir kriegen sie immer solche Drohnenrahmen, ja, geteilte. Und den setze ich hier an erster Stelle. Und meist machen sie dann Folgendes, dass sie das Pollenbrett noch umtragen dann. So, wir schieben das. Aber jetzt merkt ihr schon, das Kittharz ist schon wieder weicher. Man kann die Waben hier schon wieder schieben. So, ich habe jetzt das Brutnest nach hinten gesetzt. Hier vorne kommt in der Trommelraum. Futterwaben lasse ich noch drinnen. So, ist was für ein Wassereimer hier, ein bisschen Propolis. So, okay. Dann brauchen wir ein Absperrgitter. Hier ist noch ein bisschen, ja, dass das Absperrgitter schön auf den Riemchen aufliegt. Und einige haben mal gefragt, ob das nicht verkehrt rum ist, wenn ich so rum drauf lege. Sage ich gleich was zu. Jetzt habe ich in jeder Wabengasse hier, seht ihr das? Wenn die so laufen, können die hier in den Wabengassen hoch. Wenn ich das, so ist ja standardmäßig bei der Liebigbeute, weil da könnt ihr nicht viel drehen, dann habt ihr so und dann seht ihr schon, hier ist genau ein Steg oder hier über der Wabengasse und das finde ich ungünstig. Deswegen lege ich das immer um 90 Grad versetzt. Oh, ihr solltet doch hier nicht rumkrabbeln. Um 90 Grad versetzt hier drauf. So, ich hole jetzt mal die Honigräume. Die habe ich mit dem Auto, die kriegen einen drauf. So, dann setzen wir den Honigraum auf. Ich imkere ja im Honigraum mit Flachrähmchen oder 0,75er und unten 1,5. So, der Honigraum ist jetzt fertig bestückt. Entschuldigung, ich habe die deswegen noch im Auto gehabt, weil das zum Teil honigfeuchte Waben drin sind. Also die noch aus, wie sie aus der Schleuder rausgekommen sind. Und wenn ich da das Auto auflasse heute, dann habe ich das Auto voller Bienen. So, die kriegen erstmal einen Satz hier ausgebaute für den ersten Honigraum. Und einen, da mache ich mal einen Test. Ich habe jetzt hier noch ein paar, wo das so ausgebrochen ist hier. Mal sehen, wie sie die ausbauen. Ist jetzt ein Test. So. Okay, das war's dann mit dem Volk. Wir gehen dann nach vorne zu dem ersten.
So, und dadurch, dass die Honigwaben jetzt feucht sind, zieht es natürlich alle Bienen ruckartig nach oben. Die wollen die putzen, sauber machen. So, irgendwo hatte ich einen Blechdeckel gehabt hier. So, ein Volk haben wir ja noch. Zwei sind ja bei mir auch hier winterverlustig gegangen. Das in der Mitte, das räumen wir morgen ab. Vielleicht bringe ich auch gleich ein anderes mit. Mal sehen, ich muss das mal sehen. Weil ich möchte ja bei mir auf dem Heimatstand weniger Bienen haben. So, ich habe jetzt hier ein Volk. Das ist eigentlich ein sehr schönes. Das war eigentlich das stärkste mit. Mal sehen, wie es da drin aussieht. Mal sehen, wie viel Futter das überhaupt drin hat. Ein Stockmeißel brauchen wir noch. Guten Morgen. Aufstehen. Ja, vom Fliegen her sind sie. Pollen bringen sie auch rein. Weil hier nebenan im Garten ist gleich eine wunderbare Saalweidenblüte. Ach, die hatte ich schon mal mit einem Booster nachgefüttert. Ich könnte die jetzt eigentlich gleich umdrehen, dass wir auch die Brutwaben hinten haben. So gefällt mir das besser, so war ich 2000. Fluglochkeil nehme ich auch raus. Jetzt haben die Mäuse keine Chance mehr. Oh, ich habe eine Prise Rauch gekriegt hier. So, die haben das Futter hier fast aufgebraucht. Den hatte ich jetzt was gegeben von Bienektar. Ist so ein Vitaminfutter, ein Eiweißfutterpräparat. Und ihr seht, was das hier macht, wenn ich diese Abstandshalter drin habe, das fällt nicht zusammen, es werden keine Bienen gequetscht, ja. So. Dann schauen wir mal weiter, wir fangen mal vorne an. Ja, und ihr seht schon dieses Volk. Ist sehr stark. Ja, aber auch hier ist noch genug Futter drin, wobei ich den ein paar Futterwaben rausnehmen werde. Aber wir gucken erstmal zum Guten. Das Kitterz ist sehr weich schon. Also die Waben lassen sich ohne knacken, das hört er ja. Schieben hier auch noch Futter drauf. Also ich muss mir den Smoker wegnehmen. Ich rauche immer mit hier. Hier auch noch Futter. Und das ist immer so, ich habe dem wieder viel zu viel Futter gegeben. Die würden auch mit 12 Kilo hinkommen. Ich habe die auf 14 Kilo immer so eingefüttert. Na, du willst mich doch wohl jetzt nicht stechen hier. Gefallen dir die schwarzen Handschuhe besser, wa? So, das ist jetzt hier ziemlich stark sogar geschiedet auf 6 Waben. Schauen wir mal rein. Wenn hier jetzt keine Brut drauf ist. Nein, hier haben wir nur Pollen drauf. Gucken, dass wir die Königin nicht erwischen. Ich stelle die mal an die Seite erstmal. Ja, ihr seht, ich habe auch. Ja, und hier ist jetzt Brut in allen Stadien. Also hier sind jetzt die ersten Maden drin. Ja, voll bestiftet die an der Seite.
Und hier an der Seite ist jetzt schon frischer Nektar drin. Deswegen kriegen die von mir jetzt auch nicht Raum. Bei mir fängt die Aprikose an, habe ich ja schon in meinem Community-Beitrag gezeigt, dass sie blüht. Und die wilden Pflaumen, also die Mirabellen, die sind schon voll in Gange. Ja, und hier seht ihr das Brutnest. Also das ist jetzt im Prinzip das Brutnest. Hier an der Seite einen kleinen Pollenkranz. Das Pollenbrett nehme ich nachher raus. Die brauchen auf jeden Fall einen Baurahmen. Und da sind auch so ganz friedliche, ganz liebe Tiere hier. Ihr seht, wie das Zeug, das ist schon richtig weich hier. Beim nächsten Mal werde ich sauber machen. So, und wenn ihr seht, hier auch großes Brutnest. Hier auch schönes Brutnest. Dann hier Pollenkranz. Apropos gleich zu den Futtergrenzen sind hier keine groß mehr drauf. Also die haben das schon rausgebrütet. Vielleicht lasse ich es doch auf 6 haben, mal gucken, weil das ist ziemlich stark hier. Das war jetzt die dritte Brutwabe. So, und was ihr jetzt hier seht, was ich schon vorhin bei mir auf dem Heimatstand gemerkt habe, Drohnenbrut. Ja, die erste verdeckelte Drohnenbrut, die sie ja schon gemacht haben. Und die haben hier jetzt, na, nicht stechen, hier so einen kleinen Pollenkranz. Und der hier ist schon frischer Nektar, hier oben auch frischer Nektar. Das ist eine sehr leistungsstarke Königin, würde ich mal sagen. Und deswegen kriegen die jetzt von mir auch den Drohnenrahmen. Also die Völker, die ich jetzt noch habe, die sind eben von der Stärke her ganz optimal. Ja, ich werde da noch ein starkes Volk hier rausbringen. Ja, hier ein volles Pollenbrett. Königin habe ich hier noch nicht gesehen. Hier auch ein Pollenbrett. Okay. Ich nehme es den nicht raus, aber ich hänge es den jetzt vor Schied. Und werde den Brutraum hier, wie viel Waben haben wir jetzt? Ich eine im Gesicht, nein. Der Brutraum ist ja jetzt hier hinten. So. Wir haben jetzt 4 Waben. Das ist hier ein kleineres Pollenbrett mit Nektar drin. Also die brauchen jetzt den Honigraum, dass sie was umlagern können. Ach, hier ist die Königin. Blau gezeichnet. Seht ihr sie hier oben in der Ecke? Also noch eine alte, die Nummer 30.
Hier läuft sie jetzt. Oh, ich klebe schon wieder fest. Seht ihr sie? Hier ist er. Krabbelt jetzt rein. So, ich lasse die jetzt auf 5 Waben hier sitzen. Und es kommt jetzt rein, der Drohnenraben. Ich hänge den immer vor, die Pollen, wenn die jetzt eine Pollenwabe haben, hänge ich den immer davor. So, die sitzen jetzt auf 6 Waben. Und das Pollenbrett, was sie hier hatten, das gebe ich jetzt hier hinter. Nein, ich mache erst noch eins. Ich nehme diese eine Futterwabe raus. So voll braucht die Kiste nicht zu sein hier. Ich glaube, hier war nicht mehr so viel drauf. Das war sowieso eine Wabe, wo viel Drohnenbau unten drin war. Und die kriegen jetzt die Wabe hier hinten. So, und dann kommt hier jetzt auch, drücken wir sie noch mal ein bisschen runter. Ich muss hier jetzt noch ein bisschen wegräumen. Absperrgitter drauf dann. Vorsicht. Füße weg. So, kommt auch im Wassereimer. Den habe ich ja immer dabei. So, und ihr macht euch jetzt mal hier runter. Also hier haben wir jetzt noch eine alte Königin drin. Was heißt alt? 2 Jahre, 2020. Eine blaue. So, okay. Gut, dann hole ich auch hier einen Honigraum. So, auch hier haben wir einen Honig. Geh doch mal weg hier. Auch hier haben wir einen Honigfeuchten. So, okay, der passt. Und da gehen die dann hoch. So, das Futter hier nehme ich raus, jetzt das Eiweißfutter. Die sind eigentlich noch gut versorgt mit Futter. Zu den Ringen, die sind zwar ganz gut, weil die verhindern, dass das Papier zusammenfällt. Aber ich schneide trotzdem eine Seite mal auf, damit die eine größere Fläche haben, wo sie rankommen dann. Na, hier bleiben. So, Bienenfreunde, das war die Aktion hier bei mir auf dem Außenstand. Ihr seht, hier ist einer, der trägt hier schon fleißig Pollen ein. In der Mitte, den werde ich umtauschen. Den möchte ich zu Hause dann weiter pflegen. Ist eine Königin drin, ich habe sie gefunden und gezeichnet. Aber keine Stifte, wahrscheinlich ist er nicht begattet. Drohnenbrut ist auch noch nicht drin. Also ist das noch optimal zu handeln. Da werde ich die Mini Plus, die ihr im vorletzten oder im letzten Video gesehen habt, die ein bisschen mickrig war, die hat sich jetzt gut entwickelt. Die werde ich dann da reinsetzen, die Königin. Das zeige ich euch aber dann auch in einem Video. Also dann kurz noch eine Info. Heute habe ich meine Faulbrutuntersuchung gekriegt. Meine Völker sind negativ, also es wurden keine Faulbrutsporen gefunden. Ja, dann sieht es bei mir auf dem Heimatstand, habe ich auch noch
4 Wirtschaftsvölker und 3 Mini Plus. Eine Mini Plus habe ich schon umgesetzt, die habe ich verschenkt zum Geburtstag, hat den Kumpel von mir gekriegt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Die haben jetzt zwar hier den Honigraum drauf und ich denke mal, die sind ganz zufrieden. Die werden jetzt noch verstärkt fliegen. Es sind honigfeuchte Waben und da wird der Tracht vorgespiegelt. Und die werden richtig in Gange kommen jetzt. Okay, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.